Es war schon überwältigend. Auch als ich dann das erste Mal vor der Maschine gestanden bin und dachte, boah, das wäre gearbeitet. Ist auf jeden Fall eine Wertschätzung, auch motivierend, finde ich. Wenn man weiß, dass man die Arbeit, die man macht, wird geschätzt und man wird gelobt auch hier für seine Arbeit, die man macht. Ich gehe super gern jeden Tag hierher, bespreche mich mit den Azubis, unterstütze sie bei den täglichen Arbeiten, bin für sie da und ich denke, dass sie auch wissen, dass sie jederzeit zu mir kommen können. Und wenn man wirklich Hilfe benötigt, dann wird man hier nicht abgewimmelt. Also wir sind alle auch füreinander da. Wenn ich ein Problem habe, ich gehe zu einem Kollegen. Ich muss mich auf die Auszubildenden verlassen können, aber genauso sollen sie sich auf mich verlassen können, dass sie nicht unnötige Tätigkeiten tun, sondern eher der Ausbildung entsprechend. Was das Gute hier ist, wir können auch Vorschläge bringen, wie wir es besser machen können, was wir besser machen können. Wir dürfen auch viel selber machen, also viele Projekte selber begleiten oder anstoßen. Was mir auf jeden Fall hier sehr, sehr positiv auffällt, ist, dass eben von Azubis richtig viele verschiedene Möglichkeiten geschaffen wurden. Also auch über die Ausbildung hinaus wird sich sehr viel darum gekümmert. Also es gibt zum Beispiel immer einen Azubi-Ausflug. Man kann mit der Berufsschule dann 3 Wochen nach Irland gehen bei so einem Praktikum. Das war halt auch dann für uns eben ein großer Vorteil, dass wir das gezahlt bekommen haben und eben freigestellt worden sind für die 3 Wochen. Ja, wir bieten hervorragende Weiterbildungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel auch eine duale Ausbildung. Das bedeutet quasi, dass die Auszubildenden zuerst eine ganz klassische Ausbildung absolvieren und im Anschluss daran dann in Kooperation mit der hier ortsansässigen Hochschule in Aalen ein 3-jähriges Studium machen. Gehalt und Arbeitszeit sind auch nicht unwichtig. Ja, also mit unserem Gehalt kann man sich schon ein Leben alleine auch finanzieren. Ich finde auch der Ruf von der Firma wichtig. Wir setzen ja auch auf Nachhaltigkeit. Und wenn dann unsere Mitarbeiter, also auch unsere Azubis, E-Bike, sage ich jetzt mal, grün hier ins Geschäft kommen, ist das natürlich für uns auch gut. Und als kleinen Obolus kriegen sie das E-Bike dann am Ende der Ausbildung noch geschenkt, wenn sie einen Abschnitt besser 2,0 haben. Es spalmt natürlich ein Unternehmen, das sehr großen Wert auf innovative Technik legt, auf nachhaltiges Denken und Handeln. Diese Werte sind es eben auch, die wir im Rahmen unserer Ausbildung vermitteln und auch leben. Als ich das erste Mal hier war, nach meinem Forschungsgespräch, habe ich so eine Einführung gekriegt. Das war schon krass, weil das ist hier die größte Papiermaschine der Welt. Ich fand es dann schon beeindruckend. Nicht nur das Verwaltungsgebäude an sich, sondern auch noch die ganze Papierfabrik, die dahinter steht. Firma Palmisch, ein Familienunternehmen, das sehr zukunftsfähig auch ist. Wir haben hier unheimlich komplexe Prozesse, aber sehr spannende Prozesse. Man hat immer neue Herausforderungen, kein Tag ist wie ein anderer. Also da fühlt man sich natürlich schon besonders, dass man auch mitwirken kann. Abends zwei leer ist man hier richtig im Betrieb involviert und arbeitet richtig mit. Man wird jedem Kollegen mal mitgeschickt für eine bestimmte Dauer. Im 3. Lehrjahr rum hat dann auch recht viele Freiheiten hier im Betrieb. Man hat auch eine gewisse Verantwortung. Ich sage, wenn man sich hier gut anstellt und Lust hat auf den Beruf, weiß man eigentlich am 3. Lehrjahr, es wird übernommen. Für mich freut es persönlich, die Azubis wachsen zu sehen. Das macht mir am meisten Spaß. Wenn man sieht, dass nach 3,5 Jahren hier ein fertiger Mitarbeiter sitzt, da bin ich stolz drauf. Das Arbeiten hier bei uns macht wirklich Spaß und wir würden uns freuen, wenn auch du bald ein Teil unseres Palm-Teams bist und gemeinsam mit uns deine wie auch die Zukunft des Unternehmens aktiv mitgestaltest.